Unsere Deutschlandreise führt uns weiter in den Norden. Rostock, Lübeck und St. Peter-Ording. Einerseits besprechen wir die große politische Lage, vor allem geht es uns aber um die Themen vor Ort. Gestern sind Bundeswehrsoldaten auch in Kabul abgesetzt worden, damit sie die Lage eruieren, damit sie die Möglichkeiten schaffen, damit die, die jetzt ausgeflogen werden müssen, auch den Flughafen von Kabul erreichen. Nur wer die Natur versteht, nimmt ihr Schutzbedürfnis auch ernst. Das Wissen und Verständnis um Umwelt- und Naturschutz muss ein wichtiger Bestandteil der schulischen und außerschulischen Bildung unserer Kinder und Jugendlichen sein. Landschaftspflegeorganisationen und Ehrenamtliche leisten hier eine beispiellose Arbeit, um Umweltbewusstsein in die Mitte unserer Gesellschaft zu bringen. So wie hier im südlichen Prival. Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer. Wir sind ein Naturschutzverein, der, sag ich mal, Theorie und Praxis in einer Hand haben möchte, unter einem Dach. Wir machen sowohl Naturschutzforschung so ein bisschen, aber wir machen auch die Umsetzung. Wir sind hier an der Küste, da haben wir eine Seeschwalbeninsel und wollen schon mal gebaut und wollen noch eine größere bauen. Also jetzt sind wir hier? Jetzt sind wir hier, genau. Das sind 1,5 Kilometer ungefähr. Beeindruckendes Projekt, wo Naturschutz, Artenvielfalt verbunden wird mit Tourismus und Arbeitsplätzen, sodass man hier auch 30 Jahre nach der Einheit sehen kann, wie Naturschutz über Grenzen hinweg heute entwickelt wird. Wir wollen jetzt die großen Herausforderungen der nächsten Jahre auch erreichen. Und ich glaube, wenn man über Klimaziele redet, und wir wissen hier in Schleswig-Holstein, dass das Thema Klimaschutz unglaublich wichtig ist, dann wissen wir hier eben auch, dass man Klimaziele erreichen kann und trotzdem auch wirtschaftlichen Erfolg haben kann. Wir müssen einfach in vielen Bereichen wieder schneller werden in Deutschland. Sonst erreichen wir eben keine Klimaziele. Wir wissen das alle miteinander. Straßenbau, B5, andere Bereiche. Alles dauert in Deutschland einfach ein bisschen zu lange. Und deswegen, Armin, finde ich das richtig. Du hast das gesagt, wir brauchen jetzt ein Modernisierungsjahrzehnt in Deutschland. Und das ist, glaube ich, das, worum es geht. Und das werden wir auch als CDU immer deutlich auch unter Beweis stellen, dass wir es eben sind, die diese Themen auch voranbringen, dass du es insbesondere auch bist. Wir brauchen konsensual den Willen einer neuen Bundesregierung, jetzt wirklich zu modernisieren, zu digitalisieren, die Verwaltung endlich schneller zu machen, die Digitalisierung in den Schulen voranzubringen. Die Liste ist lang, die Aufgaben sind groß und denen wollen wir uns widmen. Dafür kämpfen wir jetzt die nächsten 40 Tage.